und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr Lieben, heute geht es um weihnachtliche Stempelsets aus dem Charlie und Paulchen Shop. Und ich habe hier schon einige liegen, die total schön sind. Und mit diesen Stempelsets möchte ich euch natürlich mal ein paar Bastelbeispiele zeigen in den nächsten Videos. Ich werde es so halten, dass ich in einem Video so circa 2 Karten oder auch 3 Karten bastel und euch mal zeige, was ihr mit diesem wunderschönen Stempelset machen könnt. Ich will euch einmal hier einige vorstellen. Und zwar haben wir hier einmal das Stempelset Wunderweise Nächte. Also ganz, ganz traumhaft schön, wer jetzt zu faul ist und möchte eine schnelle, schöne, schlichte Stempelkarte basteln. Und der ist hier genau richtig in meinem Video. Denn ich zeige euch natürlich auch in Verbindung mit Stanzformen einige Karten, aber ich zeige euch eben auch eher schlichte und einfache Karten, die ihr schnell gestalten könnt mit diesen wunderschönen Stempeln. Hier zum Beispiel haben wir ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Das heißt, es gibt so wunderweise Nächte, drin alle Dinge silber sind. Da schimmert mancher Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte zu einem neuen Jesuskind. Weit wie mit dichten Diamantenstaube bestreut erscheinen Flur und Flut, und in die Herzen Traumgemut steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. Total schön. Also, was soll ich noch dazu sagen? Super, super schön jetzt für die anstehende Weihnachtszeit. Und das lässt einen so ein bisschen träumen. Und natürlich kann man zu diesen Stempeln auch schöne Hintergründe machen. Und dafür ist dieses Video da. Dann haben wir hier einmal Weihnachtswünsche zum Ankreuzen. Und das ist ein Set, was ich mega toll finde. Hier habt ihr einmal die Weihnachtswünsche. Und hier vorne könnt ihr immer ein Kreuz machen. Und das Ganze könnt ihr, wie gesagt, auf eine Karte stempeln oder auch in eine Karte und könnt die außen gestalten, wie ihr das wollt. So viel Glühwein, wie dein Kopf vertragen kann. So viel Schnee, wie du gerade noch schaufeln kannst. So viel köstliches Essen, wie den Bauch schaffen kann. So viele Geschenke, wie du gerade noch tragen kannst. So viel lieben Besuch, wie du gerade noch bewirten kannst. Und für das neue Jahr so viel Glück, wie du es gerade noch aushalten kannst. Wunderschön. Also ich bin absolut begeistert. Dann haben wir hier ein Set. Das ist somit so mein Lieblingsset. Und zwar die Luftpost vom Nordpol. Erstmal habt ihr hier zwei wunderschöne kleine Kränze. Die könnt ihr an den Faden hängen und könnt die auf eure Karten stempeln. Dann diese süßen kleinen Lebkuchenmännchen. Ihr habt ein Engelchen dabei. Luftpost vom Nordpol für dich. Advent, Advent. Die Hose klemmt, den finde ich auch total lustig, wenn man dann die Lebkuchen verspeist hat. Oder hier der Spruch mit dem Engelchen, ich will dir einen Engel schenken, ganz unsichtbar und leicht. Er möge deine Schritte lenken, soweit der helle Himmel reicht. Traumhaft schöne Sets. Also, wie gesagt, und es gibt ja noch viele, viele mehr. Ich habe mir jetzt hier einfach mal ein paar rausgegriffen. Dann haben wir ein Set, das heißt Stempel, bleib einmal stehen. Und zwar, bleib einmal stehen, haste nicht, schau das kleine stille Licht. Hab einmal Zeit für dich allein, zum reinen unbekümmert sein. Lass deine Sinne einmal ruhen und hab den Mut zum gar nichts tun. Lass diese wilde Welt sich drehen und hab das Herz, sie nicht zu sehen. Erholsame Feiertage. Auch richtig, richtig toll. Passt auf jede Karte, wie ich finde. Oder auch in die Karten natürlich hinein. Es gibt immer Möglichkeiten, diese Stempel zu verwenden. Ihr seht ja, die sind nicht klein. Aber wie gesagt, für die
Faulen, ja, die Bastelfaulen, die können das dann eben vorne auf eine Karte setzen. Ihr nehmt dazu einen wunderschönen Cardstock im Hintergrund. Ihr könnt das Ganze auch schön embossen. Also, es passt auf jeden Fall. Oder für eure Plätzchenbasteleien auf eine Schachtel drauf, auf eine selbstgebastelte Schachtel. Hier haben wir zum Beispiel was Schönes. Das nennt sich Wundersamer Lichterglanz. Funkelsterne Elfentanz. Sinnlich süßer Zuckerduft, Kinderlachen Winterluft, Puder, Zucker, Glitzer, Schnee, himmlisch feiner Mandeltee, zauberschönes Wunderland, flüsterleiser Glöckchenklang, Engelsflügel, Sternchenkleid, märchenhafte Weihnachtszeit. Also, Wahnsinn. Ist so, als ob ich euch hier kleine Geschichten vorlese, aber ich muss euch das einfach mal zeigen, weil man das so sieht, man das Stempelset und denkt sich, okay, ja, toll. Aber wenn man dann eben auch mal diese Gedichte oder diese Sprüche hört, dann ist man schon so ein bisschen verzaubert und ich finde es eigentlich auch toll, sowas eben auch zu verschenken, ja, also auf Karten oder Basteleien, je nachdem, kann man ja auch mal in so ein Weihnachtsfotoalbum stempeln, da passt das natürlich auch super schön rein. So, jetzt haben wir hier die Freude und Behaglichkeit, das Stempelset. Hier geht's los mit hell erleuchtet sind die Fenster, Haus und Hof sind zugeschneit und ein jeder fühlt im Herzen Ruhe und Besinnlichkeit. Verlassen sind die Straßen heute, dunkel ragen Tannen auf, friedlich und von hellem Glanze liegt pulverweißer Schnee darauf. Aus den Häusern, aus den Stuben hört man friedlichen Gesang, am Himmel strahlen, leuchten Sterne zu weihnachtlichen süßem Klang. Es ist Advent, die Welt in Stille, es bleibt kein Platz für Traurigkeit und ein jeder fühlt im Herzen Freude und Behaglichkeit. Das ist das letzte Stempelset. Und wie gesagt, den Lärchenkranz habe ich euch ja schon gezeigt. Und ich möchte natürlich jetzt im Anschluss auch mit euch etwas basteln. Und zwar, wir verwenden als erstes heute natürlich die Weihnachtswünsche. Den habe ich mir ausgesucht. Und ich habe mir das Stempelset Luftpost vom Nordpol ausgesucht. Diese beiden Stempelsets möchte ich bei meinen Karten verwenden. Und wenn ihr wissen wollt, was ich daraus mache, dann bleibt doch dran. Und los geht's mit dem ersten Kartenbeispiel. Also, ihr kennt das ja, wenn ihr im Bastelfieber seid, dann gibt es eine Menge Reste und diese Reste kann man natürlich super schön für Stempelsets verwenden, um sie sozusagen noch aufzubrauchen oder zu recyceln. Und ich habe hier auch jede Menge noch übrig und da spielt es auch eigentlich keine Rolle, was da so im Hintergrund ist. Eher so, naja, wie groß der Stempel ist, dann sucht man sich irgendwas raus und dann kann man dem Ganzen freien Lauf lassen. Ihr könnt natürlich hier nach Lust und Laune dekorieren, auch im Hintergrund. Und ich will euch da einfach nur mal so ein paar Anregungen geben, um auch so wunderschöne Hintergründe hier noch zu benutzen und zu verarbeiten für eure Karten mit Stempelsets. Dann kann man natürlich auch einsetzen Vellumpapier, weil Vellumpapier macht sich wirklich immer gut. Und in Verbindung mit einem Hintergrund, und ich zeige euch das jetzt mal, wie zum Beispiel den hier, könnt ihr hier noch ein Vellum auflegen und ihr habt hier eine ganz, ganz tolle Winterlandschaft, wo es richtig schneit. Ihr wisst ja, wenn man Vellum prägt, dann kommt das so richtig in Weiß oben drauf. Und das ist natürlich immer noch mal ein Hingucker. Dann könnte man darauf, wie gesagt, so einen kleinen Aufleger machen und könnte da jetzt anfangen zu stempeln. Es gibt noch jede Menge mehr und ich versuche einfach mal so ein bisschen was auch von meinen Sachen hier mit zu verarbeiten. Und auch Uni-Papiere habe ich noch einige zum Aufbrauchen. Und für die erste Karte
braucht ihr jetzt hier so eine Grundkarte. Wie gesagt, die hat jetzt ein ganz normales Standardmaß, wie immer. Also hier haben wir einmal 14,5 mal 21. Bei 10,5 wird das Ganze gefalzt. Und so eine Klappkarte. Und dann habe ich mir ein Stück von dem Schneeflockenpapier hier ausgesucht. Da hatte ich noch einen Rest. Ja, also das hat jetzt, glaube ich, 9 mal 13 hat es, glaube ich. Und das möchte ich als Hintergrund verwenden für meine erste Karte. Und dann kennt ihr ja unsere kleinen Briefchen. Aus dem Stück, was ich noch übrig hatte, diesen Vintage-Effekt-Papier, den Cardstock-Vintage-Effekt, den gibt es in allen möglichen Farben. Ich habe hier so ein Blau-Grau. Den habe ich mir jetzt hier ausgestanzt und habe mir den zurechtgemacht. Hier seht ihr schon einen Stempel aus meinem Stempelset, was ich heute benutzen möchte, und zwar die Luftpost vom Nordpol. Hier habe ich einfach nur das Geweih weggelassen und habe den Stempel hier in einem dunklen Blau auf den Umschlag gesetzt. Und dann möchte ich den Umschlag natürlich füllen und da soll ein richtiges Briefchen rein diesmal. Und das Briefchen werden wir dann natürlich auch noch dekorieren. Und da habe ich mir jetzt Folgendes ausgedacht. Wenn jetzt hier ein Brief reinkommt und ich den aber da drin zusammengefaltet verstauen möchte, dann brauche ich ein Papier, was ziemlich dünn ist. Und dafür habe ich mir einfach ein Stück Kopierpapier zurechtgeschnitten. Und darauf habe ich meine Weihnachtswünsche gestempelt. Also diesen Stempel hier, und dann könnt ihr hier nach Lust und Laune ankreuzen, was ihr möchtet, und dann könnt ihr diesen kleinen Brief hier in eurem kleinen Briefumschlag verstauen. Wir können den ja mal ganz kurz messen, damit ihr wisst, was ihr hier für ein Papier braucht, also von der Größe her. Ich habe jetzt hier benutzt, ich könnte das auch ein bisschen schmaler machen, wenn ihr wollt. Hier sind es einmal 12 mal 14 cm. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt so ausgerichtet nach dem Stempel, den ich benutzen möchte. Und das kann man natürlich super schön hier verstauen in meinem Briefchen. So, jetzt möchte ich den Briefumschlag hier vorne auf mein Kärtchen kleben und da fangen wir jetzt einfach mal an und kleben mal hier meinen Rest-Cardstock auf und dann dekorieren wir das Briefchen. Also ich habe diese Karte hier heute schon mal so ein bisschen vorbereitet, weil ich eben, wie gesagt, diese Idee erstmal so in meinem Kopf verankern wollte. Und deswegen habe ich das jetzt hier auch schon mal gestempelt. Und jetzt kommt hier mein Briefchen. Der wird natürlich nicht eingeklebt, weil der soll ja zum Rausziehen sein. Ihr könnt den auch hier so leicht schräg in euren Briefumschlag stecken und könnt das Ganze dann hier auf die Karte kleben. Also es ist da wirklich alles möglich. Und jetzt klebe ich mir hier meinen kleinen Briefumschlag. Ein Briefchen voller Grüße heißt der. Und da findet ihr auch im Shop. Ich verlinke euch aber den Artikel dann auch noch mal unten unter dem Video. Und jetzt klebe ich das Ganze hier einfach auf meine Karte. So, jetzt sieht das hier vorne natürlich noch so ein bisschen leer aus. Und dafür habe ich ein bisschen Dekoration. Also, wir fangen hier einfach mal an. Und zwar habe ich hier die Beerenzweige und Äste. Sowas geht ja immer bei Dekorationen. Also der kommt jetzt hier so rein. Wenn ihr den festklebt, damit man das Innere noch rausziehen kann, dann würde ich euch das raten, hier so am Rand etwas Kleber aufzutragen. Wirklich nur ganz wenig. Und das so ein bisschen da drauf zu justieren. Also damit das nicht rausfällt. Dann haben wir hier unsere Pinienzweige.
Aus dem Shop, die sind auch mega toll. Ich habe dir auch noch zwei Zapfen dabei, die werden wir jetzt auch verwenden. Ich habe mir hier den schmalen Zweig ausgesucht und der kommt natürlich hier auch noch mit rein. Ja, also wie gesagt, ihr müsst halt mal sehen, wie ihr das am besten macht. Man könnte jetzt hier vorne was dran geben, dann klebt das innen am Briefumschlag und nicht an meinem Briefchen, was ich dann vielleicht noch rausziehen möchte. Also das ist eine Möglichkeit, das Ganze hier so ein bisschen einzupassen. Ihr müsst halt immer mal probieren. Und jetzt kommen hier meine zwei Zapfen, die natürlich hier an meinen Pinienzweig gehören, an meinen verschneiten Pinienzweig. Und da könnt ihr mit 3D-Pads arbeiten. Ich habe mir die hier noch so ein bisschen koloriert. Ich habe die in einem Braunton ausgestanzt und habe mir die noch so ein bisschen mit Alkoholmarkern dekoriert. Und jetzt klebe ich die hier an meinem Pinienzweig. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Schneetanne gefunden. Sowas geht ja immer. Die stecken wir einfach hier hinein. Dann haben wir noch einen Tannenzweig. Also ihr könnt nach Lust und Laune hier euer Briefchen noch etwas ausschmücken, so dass das nicht so leer aussieht. Und einen kleinen Babyfuchs, den habe ich auch noch übrig. Und den möchte ich hier unten am liebsten so ein bisschen hier so auf die Karte kleben. Dazu nehme ich auch noch mal ein kleines 3D-Pad und dann klebe ich mir den jetzt hier so vorsichtig hin. So. Und immer mal probieren, ob der Brief noch rausgeht. Wie gesagt, hier müsst ihr halt mal schauen, ob ihr euch das hier jetzt auf dem so ein bisschen auf dem Umschlag festkleben wollt. Ist vielleicht besser, weil dann rutscht es nicht immer raus, wenn ihr das Briefchen dann rausziehen wollt. Dann kann man das einfach da so ein bisschen draufkleben und die Tanne könnte ich jetzt hier so ja, auf dem Zweig mit ein paar Klebepunkten festkleben und schon habt ihr hier ein wunderschönes Kärtchen, ihr Lieben. Und jetzt kann man natürlich in die Karte auch noch eine persönliche Widmung hineinschreiben und das ist mein Kartenbeispiel Nummer 1 für euch. Für meine nächste Karte habe ich hier ein schmales Reststück, was ich als Aufleger hier für die Grundkarte benutzen möchte. Wie man das dann aufklebt, ist eigentlich egal, ob man das so linker Hand klebt, mittig oder eher so rechter Hand. Ich denke, das sieht alles irgendwie schön aus. Aber wir wollen das Ganze jetzt erstmal bestempeln. Und zwar aus dem Stempelset hier habe ich mir jetzt einmal so einen Lebkuchen ausgesucht. Ich habe mir den gefüllten Lebkuchen ausgesucht, den Lebkuchenmann. Und den möchte ich jetzt hier auf meinen Unterleger stempeln. Da lege ich jetzt hier mal ein bisschen was drunter. Und zwar stempel ich mit Versa Van Cleer. Das ist das Pinecone, also ein Pinienbraun, Pinienzapfenbraun. Und ich bestempel mir jetzt hier meinen Aufleger nach Lust und Laune. Ich glaube, das Papier ist doof, weil man sieht gar nicht so richtig. Dann nehmen wir einen anderen. Ich schaue mal, was ich jetzt hier noch habe. Also es soll nicht an Resten mangeln. Da gibt es ja genug. Und von daher habe ich da noch einiges in petto. Hier haben wir schon den nächsten Streifen. Und ich glaube, wir nehmen lieber diesen Streifen hier. Der ist nämlich glatt. Da haben wir dann bessere Stempelergebnisse. Jawohl. Total niedlich. Und naja, das soll natürlich jetzt so richtig mit
Lebkuchenmännchen vollgestempelt werden. Und deswegen können die ruhig mal so in alle Richtungen gehen. Wir schauen dann mal, wie viel ich davon brauche. Ich glaube, das müsste dann schon reichen von der Länge her. Ja. Ich lege das mal auf meine Karte auf. Naja, ich glaube, hier unten müssen wir noch so ein bisschen machen und dann schneiden wir das Ganze einmal ab. Genau, ich bestempel das jetzt hier einfach noch mal so ein bisschen. Und wo ich denke, da könnte noch ein bisschen was hin. Genau, perfekt. Also, ich finde es jetzt schon total niedlich. Einfach nur die Lebkuchenmännchen auf diesen Streifen gestempelt. Das macht schon total was her. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch zurechtschneiden für unsere Karte. Und wir haben ja jetzt hier ein Maß von 14,5, genau. Ich habe mir das jetzt so zurechtgeschnitten, weil diese Karten, die sind immer ein kleines Stück länger. Und da müssen wir jetzt diesen Aufleger praktisch auch kürzen auf 14. Genau, dann müsste es eigentlich genau richtig sein. Perfekt. Schaut mal, wie perfekt das ist. Ist das nicht niedlich? Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt überlegen, macht man das jetzt hier so in die Mitte oder macht man das eher rechter Hand? Also ich würde schon sagen, wir kleben das in die Mitte. Und da gebe ich aber trotzdem noch mal so zwei Streifen dahinter, damit sich das noch mal so ein bisschen abhebt. Und genau, dann kleben wir das Ganze schon mal auf die Grundkarte. Perfekt. Ist das nicht niedlich? Total süß. Jetzt brauchen wir noch einen Aufleger, der soll hier so in die Mitte, weil da möchte ich ja den Spruch drauf stempeln. Und da gucke ich gleich mal, was ich jetzt hier noch so. Vielleicht habe ich da auch noch was vorbereitet. Ansonsten müsste ich da etwas ausstanzen. Ich glaube, der hier ist zu groß. Ich habe hier zwar noch einen, aber ich weiß nicht, ob der jetzt zu groß ist. Obwohl, wenn man das jetzt hier in die Mitte macht. Also ich würde sagen, wir stanzen uns dafür einen etwas kleineren aus. Oder wir kleben jetzt dieses Reststück hier in die Mitte. Das würde natürlich auch funktionieren. Also, ich stempel das jetzt erstmal hier. Man kann das natürlich jetzt auch embossen. Wenn man jetzt hier nochmal so ein Event haben will in der Mitte. Ich lasse es jetzt, glaube ich, Ton in Ton. Also einfach nur ganz schlicht. Und da
dann stempel ich das mal hier ab. Aber ich würde schon sagen, wir machen daraus einen Kreis. Und was nehmen wir da für einen Kreis? Da nehmen wir, glaube ich, mal die runden Büttenrahmen mit Piercing. Da sind ja so viele drin und da finden wir bestimmt auch einen schönen kleinen. Hier ist zum Beispiel schon mal einer, aber ich glaube, obwohl der könnte passen. Ja, super, oder? Ja, ich glaube, der passt. Okay, also dann nehmen wir den und den nehmen wir jetzt zum Ausstanzen. Dann nehme ich hier mal meine kleine Maschine zur Hand, damit ich nicht erst aufstehen muss. Und dann stanzen wir mal unseren Spruch aus. Ja, mega süß. Mega süß. Und schon geht's auch schon weiter. Jetzt kleben wir hier unseren kleinen Kreis noch auf und da gebe ich auch etwas hinten dran. Hier habe ich noch so kleine Teilchen von meinem Upcycling. Ja, die Ecken noch abschneiden. Perfekt, dann kleben wir das mal hinten drauf. So. Und dann habt ihr hier eine lustige Karte für die Vorweihnachtszeit für eure Lieben. Ja, ich würde schon sagen, so hier mittig rein. Und fertig ist unsere Karte Nummer 2 mit den Stempeln. Für meine dritte Karte im Bunde habe ich hier wieder ein kleines Stück, was ich übrig habe. Und ich hatte hier aus dem Stück mal einen Kreis ausgestanzt. Das möchte ich auch benutzen. Und das möchte ich jetzt hier praktisch so als Fenster hier drauf kleben. Aber vorher möchte ich das gerne noch bestempeln. Und zwar mit dem Engelsspruch aus diesem Stempelset hier. Ich will dir einen Engel schenken. Und das möchte ich gerne hier so innen rein stempeln. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das in Gold embosse. Sieht natürlich edler aus. Ich glaube, wir probieren das einfach aus. Ich war jetzt hier schon mit dem Embossing Buddy drüber. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob das dann nach was aussieht. Schauen wir einfach mal. Ich werde das jetzt einfach ausprobieren und in Gold embossen. So. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, das funktioniert hier. Also ich embosse nicht so oft. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt hier auch mit meinem Pulver, dass das nicht alles daneben fällt. Ja, ich denke schon, das sieht ganz gut aus. Wir werden gleich sehen, wie das Ganze dann in Aktion aussieht. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen Pulver runter, was hier so dazwischen ist. Und dann embossen wir das Ganze erstmal. Vielleicht lassen wir auch das Rahmen oder das Fenster weg. Schauen wir mal, wie es dann aussieht.
Ich finde, das hier in der Mitte glitzert gar nicht so. Das ist nur am Rand. Wahrscheinlich hätte ich da noch mal drüber gemusst, aber naja, auf jeden Fall kann man es lesen und der Rest, der ist wunderschön embossed. Und jetzt gucke ich einfach mal. Da müsste ich hier oben wahrscheinlich auch noch ein Stück abschneiden, damit ich das hier so schön drin habe. Und dann gibt es natürlich zu diesem schönen Stempelset diesen Engel hier, den könnt ihr auch als Stanzform hier auf diese Karte kleben. Ihr könnt aber auch dieses Engelchen stempeln und vielleicht noch ein bisschen kolorieren. Ich habe mir mal die Stanzform davon ausgesucht. Das ist dieser niedliche Engel und den möchte ich jetzt hier so an den Rand meiner Karte praktisch kleben, so dass man das halt auch noch lesen kann. Rechter, naja, linke Hand. Nee, sieht nicht so schön aus. Ich glaube, so rechte Hand müsste der, glaube ich. Ja, jetzt ist die Frage. Lassen wir es weg? Nee, ich glaube, wir kleben das trotzdem auf. Weil es sieht nämlich schon toll aus. Und ich schneide einfach oben am Rand noch ein Stück ab. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich die Reste, die da noch rumliegen, verarbeiten kann. Weil es ist wirklich schade um dieses wunderschöne Papier. Und wenn man da draußen noch schöne Karten machen kann, zum Verschenken, dann macht man das natürlich auch. Genau, ich mache das jetzt hier einfach mal und versuche mal, dieses Stück Papier hier dahinter zu kleben. Ist jetzt natürlich nicht so lang wie das Fenster, aber das Embosste sollte schon so ein bisschen mittig sein. Ja, jetzt schaut das hier oben natürlich wieder raus. Dann schneiden wir eben noch ein Stück ab. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Also man kriegt alles hin. Man kann ja hier noch ein bisschen rumschneiden. Wo ist mein Schneidebrett? Dann schneiden wir einfach mal noch ein Stück ab hier. So. Und dann passt das nämlich schon. Also nur mit dem Spruch alleine sieht es schon richtig, richtig schön aus. Und wenn ihr da jetzt noch so ein Engelchen draufklebt und das auf eure Karte dann hier so aufsetzt. Ah ja, genau, die Karte müssen wir auch noch 5 mm kürzen, damit es dann auch anständig aussieht. Und dann habt ihr eine wunderschöne Weihnachtskarte. Da ist immer noch kürzer. Ach, ich glaube, ich lasse das trotzdem so. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, also jetzt klebe ich das Ganze erstmal hier auf meine Grundkarte auf. Die wälzt sich jetzt natürlich ein bisschen durch das Emboste. Und da ist es eben wichtig, dass ihr hier überall den Kleber schön aufbringt, damit man dann diese Wölbung nicht mehr so sieht. So, jetzt muss das Ganze natürlich noch mittig platziert werden auf meinem Kärtchen. Müsst ihr dann vielleicht auch mal einen kurzen Moment warten, bis das Ganze angezogen ist. Und jetzt kommt unser Engelchen hier noch hin. Genau. Perfekt. Genau, das kommt jetzt hier so rein. Und das war's auch mit diesem Kartenbeispiel Nummer 3. Ich hoffe, euch gefällt es auch so gut wie mir.
Ja, ihr Lieben, das war der erste Teil unserer Stempelset-Serie zu Weihnachten. Ich hoffe, euch gefallen die Beispiele, auch wenn sie jetzt eher einfacher sind und schlicht. Im nächsten Video zeige ich euch dann weitere Karten mit weiteren weihnachtlichen Stempelsets und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, alles Liebe!